Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Alina und ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. In dem heutigen Video geht es um die Glossybox Dezember und zwar habe ich endlich die Glossybox geliefert bekommen. Es hat diesen Monat wieder ewig gedauert und ich habe auch alles irgendwie keine E-Mail bekommen, dass die verschickt wurde. Und ich dachte schon, die wird nicht vor Weihnachten ankommen, aber hier ist sie und deswegen packen wir sie jetzt zusammen aus. Ja, so sieht die Glossybox auf jeden Fall diesen Monat aus. Das ist sehr cooles Design, es ist wie so ein bisschen wie so ein Strickdesign, finde ich super cool. Und ja, ich würde sagen, wir packen sie jetzt einfach gemeinsam aus. Und bevor wir starten, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und außerdem könnt ihr hier unter meinem Video meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, jetzt legen wir einfach los. Ja, für diejenigen, die sich wundern, was ich hier denn alles eigentlich auf meinem Gesicht habe. Ich habe gerade eben noch ein kurzes Video für Instagram gedreht. Das heißt, es wird alle Details und ein kurzes Tutorial auf Instagram geben. Da könnt ihr auf jeden Fall sehr gerne vorbeischauen. Ich werde euch hier nochmal meinen Namen hinschreiben. Kommt auf jeden Fall vorbei. Ich bin eigentlich sehr aktiv auf Instagram und würde mich natürlich freuen, wenn der eine oder andere da nochmal vorbeischaut. So, dann zurück zu der Glossybox. So sieht das aus, wenn man es auspackt. Hier ist so ein, wie so ein Schnürsenkel. Finde ich auch sau cool. Das Thema von der Glossybox Dezember ist Cold Days, Warm Hearts. Passt auch sehr gut zu der Box. Hier ist wie üblich dann das Magazin, wo dann die ganzen Produkte drinstehen. Und ist auch hier super süß eingepackt mit dem Herzchen. Ach, ich freue mich jeden Monat, das jetzt auszupacken. Ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. So, als allererstes ist hier ein kleiner Tester. Hello Winter Pflege Vegan Mandelmilch Pflaume. Okay, cool. Freue ich mich auszuprobieren. Dann, das war auch der Sneak Peek aus dem Glossybox Vlog. Das Natura Skin Silk and Smooth Concealer. Ich hoffe natürlich, dass da auch irgendeine Farbe dabei ist, die mir irgendwie passt. Wir haben drei verschiedene Farben und es ist auch super cool, dass man drei verschiedene Farben hat, die man austesten kann. Wobei ich ehrlich sagen muss, ich glaube, das hier ist die hellste, die ich jetzt mal auf den Handrücken gemacht habe. Und die ist trotzdem immer noch ziemlich dunkel. So, das hier sind jetzt alle drei Farben, die da drin waren. Leider wären die mir alle ein bisschen zu dunkel, weil ich jetzt vor allem im Winter natürlich käsebleich bin. Aber hier die mittlere Farbe zum Beispiel ist super schön orangestichig. Ich benutze solche Farben auch sehr gerne einfach zum Color Correcten unter dem Auge. Deswegen werde ich sie auf jeden Fall trotzdem ausprobieren. Und die Farbe hier sieht für mich einfach fast aus wie so eine Konturfarbe oder Kontur-Bronze-Farbe. Deswegen kann man das dafür eigentlich auch ganz gut benutzen. Ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und die Firma kenne ich auch gar nicht so. Nutra Skin, Silk & Smooth. Ich glaube, ich werde mir mal die Firma auch anschauen. Die Originalgröße kostet 19,95 Euro, und zwar 10 Milliliter. Und das wären hier die 3x3 Milliliter, würden insgesamt kosten 17,96 Euro. Dann als nächstes haben wir hier von Botanicals Fresh Care bändigende Haarcreme für widerspenstiges Haar. Bändigende Haarcreme, was kann man sich darunter vorstellen? Die Firma Botanicals habe ich auch schon öfter mal so in der Drogerie gesehen. Hat mich bis jetzt irgendwie gar nicht so angesprochen. Aber ich freue mich auf jeden Fall sehr, das auszuprobieren, weil das ist auch ohne Silikone, ohne Parabene und ohne Farbstoffe. Ich muss mal kurz dran schnuppern. Er riecht auf jeden Fall auch sehr angenehm. Und dann schauen wir gleich auch, was das hier kosten soll. Das hier ist eine Originalgröße. Und zwar kostet es 7,99 € für 100 Milliliter. Finde ich auch sau cool. Für die Haare kann ich eigentlich gar nicht genug Sachen haben zum Ausprobieren. Vor allem, weil ich so trockene Haare habe. Jetzt vor allem im Winter durch die Heizungsluft. Meine Haare brauchen einfach jede Feuchtigkeit, die sie nur bekommen können. Dann ist hier was sehr gründlich eingepackt. Ach, das ist von Catrice, der Ultimate Chrome Collection Eyeshadow Palette. Das sind alles so Schimmer-Chrome-Farben. Sieht auf jeden Fall aber auch sehr cool aus. Die Farben sehen sehr cool aus. Ich habe jetzt mal zwei geswatcht. Sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, auch von der Pigmentierung her. Sau cool. So, und die Catrice Eyeshadow Palette kostet 4,99 €. Dann machen wir direkt weiter. Und zwar habe ich hier von Duce
glaube ich, spricht man das aus. Ich habe keine Ahnung. Wieder was. Wir hatten ja auch in der letzten Glossy Box auch schon so ein Case von denen und auch schon ein Blush. Und hier ist dann der zweite Blush quasi. Ist ja sau cool. Die Farbe sieht auch sehr schön aus. Es geht eher so in die Peach Bronze Farbe und das hat auch einen ganz leichten Schimmer. Die Farbe gefällt mir echt gut. Ich hole mal kurz den anderen Blush und dann bin ich gleich wieder da. So, hier ist das Case, was wir in der letzten Glossy Box hatten. Da ist auch noch der Blush drin. Ich habe den tatsächlich sehr gerne benutzt. Ich finde die Farbe sehr schön, die wir vorher hatten. Und jetzt haben wir hier eben auch noch den zweiten, den man hier so reinklippen kann. Dann haben wir eigentlich auch schon ein komplettes Set. Und beide Farben sehen sehr schön aus und sind sehr unterschiedlich. Den wir vorher hatten, ist mehr so Mauve-Rosé-Farben. Und der in dieser Glossy Box ist viel Bronze-Peach-Farben. Also das ist der, den wir letztes Mal hatten. Das ist dann der neue. Ja, sieht auf jeden Fall auch sehr vielversprechend aus. Ich freue mich. Wie gesagt, ich habe den eigentlich sehr gerne benutzt. Ich habe den sehr gemocht. Auch die Formulierung, der hat sehr lange bei mir auf den Wangen gehalten. Die Marke habe ich mal ausgecheckt. Ich finde es irgendwie ein bisschen schade, dass man da nicht so gut drankommt an die Sachen. Die haben auch sehr viele Eyeshadows und Highlighter, Blushes, Bronzer, alles, was man so quasi in so eine Palette reinklippen kann. Und ich habe diese Sachen aber auch nur bei denen auf der Seite, so auf der Duce-Seite gefunden. Man müsste halt nochmal irgendwie schauen, wo man die Sachen kriegt, aber ich finde sie auf jeden Fall sehr gut. So, und der Blush kostet 11,75 €. So, dann als letztes passend zu den Eyeshadows haben wir nochmal hier einen Eyeshadow Brush, der sehr cool aussieht mit diesem Glitzer. Wir hatten auch schon so einen ähnlichen Blush in dem Glossy Box Adventskalender, den ihr hier hinter mir auch sehen könnt. Ich hole den mal ganz kurz. So, das hier war der Brush, den wir in der Glossy Box drin hatten. Das ist wie so ein Petal Foundation Brush. Und dann jetzt passend dazu haben wir auch noch einen Eyeshadow Brush. Ich finde den Griff hier sehr schön mit dem Glitzer. Und der Eyeshadow Brush ist sehr fest, was eigentlich auch hier zu der Eyeshadow Palette gut passt, weil solche Chrome Eyeshadows trägt man am besten mit so einem flachen Eyeshadow Brush auf. Dann hat man einfach den größten Effekt. Und deswegen passt das einfach sehr gut zusammen. Und ich finde es sehr cool. Man kann einfach nie genug Pinsel haben. Und der Pinsel kostet 10 €. Dann rechne ich auch gleich nochmal den Gesamtwert dieser Glossy Box aus. So, und der Gesamtwert in dieser Glossy Box beträgt 52,69 €. Das heißt, es haben sich auf jeden Fall schon wieder die 15 € total gelohnt. Ich finde es einfach so cool, dass die auch so viel Warenwert da reinmachen, auch wenn man nur 15 € bezahlt. Und dieses Mal waren auch wieder sehr coole Sachen dabei. Ja, es gab einfach sehr viele Sachen, die man wieder ausprobieren kann. Die Firmen, die ich vorher noch nicht gekannt habe. Ja, deswegen finde ich die Glossy Box einfach perfekt, wenn man einfach so ein paar neue Sachen ausprobieren möchte. Einfach, wenn man sich gerne so ein bisschen durchtestet. Das ist einfach perfekt. Besonders über den Blush freue ich mich sehr, weil ich finde die, wie gesagt, sehr gut. Und das ist auch perfekt mit diesem Case. Einfach mal zu mitnehmen. Ist super kompakt, nimmt nicht viel Platz weg. Also super cool. So, das war es dann aber eigentlich auch schon mit dem Unboxing. Und wenn ihr selbst ein Interesse an der Glossy Box habt, werde ich euch in die Infobox einen Link setzen, wo ihr eure Glossy Box bestellen könnt. Und wenn ihr über diesen Link geht, dann kriegt ihr auch 20% Rabatt auf eure erste Box. Dabei handelt es sich um meinen Freundeslink. Ihr könnt ihn sehr gerne benutzen, ihr müsst es nicht. Es ist einfach nur ein Angebot von mir an euch. Wenn ihr einfach ein paar Euro sparen wollt, dann kriegt ihr eben 20% Rabatt auf eure erste Box. Und ja, das war es dann aber eigentlich auch schon mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video.